Hallo liebe Kinder, ich mache heute mit euch Musik und da wir zu Hause jetzt nicht so viele Instrumente haben, machen wir es heute mit Küchengeräten. Das heißt, ihr könnt gleich den Film auch nochmal anhalten und euch so eine Küchenreibe holen und eine Art von Löffeln oder auch solche oder Stifte. Ne? Okay. Ich will euch begrüßen und mache das so. Hallo, hallo. Schön, dass ihr heute da seid und nicht anderswo. Hallo, 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 hallo. Gut, als erstes tatsächlich, schauen wir, gehe ich aus dem Bild, na sowas. Als erstes tatsächlich schauen wir mal nach den Küchengeräten. Wenn es gäbe natürlich die Möglichkeit, so ein Lied, wie ich jetzt gleich vorhabe, auch mit einem Instrument zu machen, das so aussieht, das Rillen hat, das aus Holz, das nennt sich Giro. Und es stammt aus Südamerika und ganz ursprünglich wurde das nachempfunden von den Waschbrettern der Waschfrauen. Ihr seht die Rillen. Und da haben die, das war so ein Brett, da haben die ihr Waschmittel drauf und die Wäsche hin und her bewegt. Giro, mit diesen zwei Löchern kann man es nehmen. Die Giro als Holzinstrument gibt es auch. Hier aussehen wie so ein kleiner Fisch, da kann man dann einfach drüber reiben. Auch eine schöne Sache. Ist aber so, Schulen sind so, Kindergärten sind so, man kommt nicht so leicht an Instrumente, wenn man sie nicht zu Hause hat. Deshalb heute einfach auch nochmal die Idee, mit Küchengeräten zu arbeiten. Ich muss hier gerade das mal so positionieren, dass ihr mich seht. Das ist eine Küchenreibe, ist aus Metall und die hat auch Rillen und Löcher. Ne? Seht ihr? Ihr stellt die am besten so hin, dass diese schmale Seite nach vorne guckt. Und ich habe einen kleinen Rhythmus für euch vorbereitet, ein Rhythmikel, ein Lied mit Rhythmus sozusagen. Und das zeige ich euch jetzt. Es fängt an mit Reiben, dann klopfen wir auf den Tisch und dann machen wir über Kreuzbewegung. Und dann kommt so ein Hin- und Herbewegen wie so ein Fisch und wir drehen uns. Ich zeig's euch. Ritsche, ratsche, hin und her. Ritsche, ratsche, das ist gar nicht schwer. Nochmal. Ritsche, ratsche, hin und her. Ritsche, ratsche, das ist gar nicht schwer. Und jetzt laufen. Klopf, klopf, klopf auf den Tisch. Klopf, 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 ich beweg mich wie ein Fisch. Nochmal. Klopf, klopf, klopf auf den Tisch. Klopf, 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 ich beweg mich wie ein Fisch. Jetzt über Kreuz. Über Kreuz. Eins, zwei, drei. Ich dreh mich um und starte neu. Über Kreuz. Eins, zwei, drei. Ich drehe mich um und starte neu. Okay, gut, nochmal. Ritsche, ratsche, hin und her. Ritsche, ratsche, das ist gar nicht mehr. Klopf, klopf, klopf auf den Tisch. Klopf, 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 ich beweg mich wie ein Fisch. Über Kreuz, eins, zwei, drei. Dreh mich um und starte neu. Gut, okay. Ritsche, ratsche, hin und her. Gut, jetzt hätte ich noch so eine allgemeine Rhythmik-Sache. Draußen blüht es ja wie verrückt. Alle möglichen Blumen kann man sehen. Was weiß ich, zum Beispiel diese. Wisst ihr, was das ist? Genau, Krokus. Krokus kann man mit zwei Silben spielen. So sieht es rhythmisch aus.
Krokus. Nochmal. Krokus. Krokus. Das hier sieht man jetzt auch ziemlich oft draußen. Ich habe auch das nochmal in schöner, wenn ich es finde. Achtung, ich gehe aus dem Bild. Entweder sieht es so aus und hat solche Blätter oder so. Und die kleinen Schirmchen, seht ihr die? Ja, das ist der Löwenzahn. Stimmt das? Löwenzahn, zweimal schnell. Diese zwei Fähnchen heißen schnell, einmal langsam. Wir probieren es. Löwenzahn, Löwenzahn, Löwenzahn. Wie oft habt ihr geklatscht? Löwenzahn, dreimal. Löwenzahn, genau. Was ist das? Kennt ihr auch, oder? Das sind, genau, Gänseblümchen. Hier habe ich vier schnelle Noten. Viermal schnell klatschen. Gänseblümchen, Gänseblümchen, Gänseblümchen. Gut. Das ist, das sind Schneeglöckchen, genau. Schaut mal, einmal lang, zweimal schneller. Schneeglöckchen, 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 Schneeglöckchen. Gut, so könnt ihr einfach rausgehen und auch ab und zu einfach, wenn ihr was seht, schauen, was für einen Rhythmus hat, wie viel hat es, wie viele Silben hat es und kann man damit auch klatschen. Und einen eigenen Rhythmus gestalten. Das ist auch eine schöne Idee. Oder ihr lasst die anderen einfach raten und klatscht es selber, so wie ich. Eben mit dem Krokus zum Beispiel. So, weg damit. Ist immer hier so mit den Filmen, dass man ganz schön viel umbauen muss. Ich habe jetzt noch so ein Lied. Muss man hier nochmal hin tun. So. Genau. Das geht tatsächlich darum, dass es jetzt so ist, dass wir zu Hause sein sollen alle und die ganze Familien zu Hause sind, die Papas, die Mamas, die Kinder. Und es dann auch manchmal so ist, dass ihr vielleicht gerade Spaß habt an was, Musik macht oder hört oder irgendwie laut spielt und die Eltern arbeiten müssen. Ihr nehmt die zwei Kochlöffel. Und die Grundrhythmen gehen so 1 und 2, 3 und 4 und dann klopft immer jemand an die Tür. Mama klopft an meine Tür. Wenn ihr das jetzt zum Beispiel, wenn ihr sagt, oh, das ist jetzt tatsächlich so, dass ich die nerve, wenn ich dieses Lied mache, könnt ihr statt einem Tisch als Unterlage auch einfach hier ein Paket nimmt es oder umgekehrt. Vielleicht ist es so, dass ihr sogar jetzt einfach mal laut sein dürft. Dann ist das Paket vielleicht auch nicht verkehrt. Wenn jetzt tatsächlich so ist wie in diesem Lied, dass man leise sein soll, würde ich vielleicht mit Stiften arbeiten. Also, 1 und 2, 3 und 4. Mama klopft an meine Tür. 1 und 2, 3 und 4. Ich soll leise sein, sagt sie mir. Dann geht es so weiter, dass wir nur diese Bewegung machen. 1 und 2, 3 und 4. Ich bin jetzt ganz leise hier. Denn sie muss, und dann kommt die Erklärung, warum. Sie muss arbeiten zu Hause, ich ruhe mich aus und so weiter. Ich entscheide mich jetzt gegen den Karton.
Also, so fangen wir an. 1, 2, 3 und 4. Mama klopft an meine Tür. 1, 2, 3 und 4. Ich soll leise sein, sagt sie mir. 1, 2, 3 und 4. Ich bin jetzt ganz leise hier. 1, 2, 3 und 4. Ich bin jetzt ganz leise hier, denn sie muss arbeiten zu Haus. Und jetzt nehmt ihr es wie eine Gitarre. Ich mach Musik und ruh mich aus. Doch das stimmt nicht ganz, ihr Lieben. Musik tut gut. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 und 4. Papa klopft an meine Tür. 1, 2, 3 und 4. Ich soll leise sein, sagt er mir. 1, 2, 3 und 4. Ich bin jetzt ganz leise hier. 1, 2, 3 und 4. Ich bin jetzt ganz leise hier. Mein Bruder soll für die Schule lernen. Ich soll mich nur schnell entfernen, doch ich spiel so gerne hier. 1, 2, 3 und 4, doch ich spiel so gerne hier. 1, 2, 3 und 4. Tschüss, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal.